So, willkommen zum Video 3. In diesem Video widme ich mich der Aufbereitung und Präsentation Ihrer Rechercheergebnisse. Und dazu möchte ich gerne mit Ihnen folgende Agenda zunächst erstmal durchgehen. Die Zielsetzung dieses Videos werde ich als erstes behandeln. In dem nächsten Schritt gehe ich dann über zur Präsentationsmethodik. Da werde ich etwas erklären zur Vorbereitung einer Präsentation, dann zur inhaltlichen Entwicklung einer Präsentation und schließlich dann die Form und Design von Präsentationen. Und dann im letzten Kapitel gehe ich über zur Aufbereitung von Informationen. Da werden wir Dinge behandeln wie die Visualisierung, die textuelle Aufbereitung und abschließend gebe ich Ihnen dann noch einige Beispiele, wie man Ideen präsentieren kann. Und ich glaube, das, wie ich jetzt vorgestellt habe, ist ungefähr die langweiligste Art und Weise, wie man eine Präsentation starten kann. Also das ist so eine Art, wie Sie es vielleicht nicht machen sollten, denn ich wette, Sie sind jetzt auf Ihrem Stuhl etwas tiefer gerutscht, dann gesagt, ja, okay, das kommt jetzt da auch vielleicht auf mich zu. Aber ich habe es nicht geschafft, mit dieser Einleitung wahrscheinlich Sie zu begeistern und Ihnen klarzumachen, was Ihnen hängen bleiben sollte nach dieser Präsentation. Also so vielleicht sollten Sie gerade nicht eine Präsentation starten. Denn ich denke, auch für ein relativ kurzes Video ist es auch nicht unbedingt nötig, dass man am Anfang eine Agenda durchgeht und erstmal erklärt, was man machen möchte. Besser ist es einfach zu tun und das Ganze auch auf eine etwas spannendere Art und Weise zu tun. Nichtsdestotrotz, heute geht es um, wie präsentiere ich Ergebnisse, so dass sie auch eben dann beim Publikum ankommen. Und da gibt es ja verschiedene Techniken, die ich mit Ihnen heute erstmal durchgehen möchte. Und vielleicht zuallererst steht die Frage, wer denn überhaupt das Publikum ist. Ja, weil man wird wahrscheinlich vor Studenten etwas anders präsentieren, als man das vor einem Geschäftsführer tun muss. Das heißt, am Anfang möchte ich mir vielleicht erstmal überlegen, welches Interesse hat denn einmal haben die Leute, die vor mir sitzen und vielleicht auch welche Erwartungshaltung haben sie? Also möchten sie möglichst schnell auf den neuesten Stand gebracht werden? Sind sie grundsätzlich sehr interessiert an dem Erklären? Dann ganz entscheidend ist, wie viel Zeit bringen die Leute mit? Also vielleicht, wenn man den Geschäftsführer nur 5 Minuten erwischt oder weiß, der kommt gerade aus dem nächsten Meeting und muss danach gleich wieder weiter, dann muss ich wirklich vielleicht in 5 Minuten oder in 3 Minuten meine wichtigsten Punkte vermitteln. Wohingegen, wenn ich weiß, okay, die Leute haben sich jetzt einen halben Tag Zeit genommen für einen bestimmten Workshop, dann kann ich auch gegebenenfalls meine Ergebnisse etwas weiter fassen oder etwas anders einfach aufbereiten. Dann ist auch ganz wichtig zu überlegen, wer im Publikum, also welche Art von Menschen setzen sich da im Publikum zusammen. Also ist es eher heterogen oder eher homogen? Also haben die Leute einen einheitlichen Wissensstand oder kommen die aus ganz unterschiedlichen Gruppen, haben ganz unterschiedliche Hintergründe und wie viel muss ich da erklären oder wie muss ich dann vielleicht diese verschiedenen Menschen anders abholen in meiner Präsentation? Dann auch immer gerne vergessen oder auch sehr wichtig, wie ist denn der Raum ausgestattet, in dem ich da präsentiere? Also wie ist das Licht? Ist da ein Beamer vorhanden? Habe ich einen Flipchart? Habe ich die Möglichkeit, vielleicht zwischendurch interaktive Elemente zu machen? Können die Leute aufstehen? Kann ich etwas am Flipchart erklären? Kann ich dazu die Leute um mich herum versammeln? Oder ist das so eine U-Form? Also wie sitzen die Leute im Raum verteilt? Und je nachdem muss ich mich vielleicht anders einstellen, wie ich dann präsentieren kann oder wie interaktiv ich dann auch werden kann. Und dann ganz entscheidend ist die Frage einfach, was begeistert meine Zuhörer? Also wie kriege ich sie auch jetzt von der emotionalen Seite her gepackt und nicht nur, wie vermittle ich meine reinen Fakten, sondern was ist vielleicht das Element, was die Menschen begeistern wird? Und dazu gibt es eine Methode, die Sie anwenden können. Das kommt eigentlich aus dem Usability Engineering bzw. User-Centered Design. Das nennt sich Persona-Methode. Also das Bild, was ich jetzt hier, das Beispiel, was ich jetzt hier abgebildet habe, da habe ich einfach eine Google-Suche nach Persona durchgeführt. Da finden Sie dann verschiedene Beispiele, wie so eine Persona aussehen kann.
Und diese Methode dient dazu, dass man sagt, man hat vielleicht jetzt für ein neues Produkt, für einen neuen Service oder eben auch für eine Präsentation hat man eine bestimmte Zielgruppe, aber diese Zielgruppe ist, wenn man jetzt in Marktforschungsergebnissen denkt, ist sie abgebildet einfach durch einen Durchschnitt. Also man kann sagen, der durchschnittliche Nutzer unseres Produktes ist 45 Jahre alt und hat die und die demografischen Eigenheiten und ja, aber so ein Durchschnitt ist ja nicht besonders greifbar, beziehungsweise ist nicht sehr transparent, beziehungsweise gibt mir auch keine Ideen, okay, wer ist das denn konkret? Und die Personalmitte wendet man eben dazu an, um sozusagen aus diesem Durchschnitt oder aus dieser breiten Masse an einer Zielgruppe zum Beispiel, die ich habe, das Ganze wirklich, wirklich greifbarer und konkret zu machen. Und dazu entwickelt man dann eben bestimmte ja, Archetypen an Nutzern, denen man wirklich ganz konkret einen Namen gibt, ein Bild gibt, eine Geschichte gibt, wo kommen diese User her, was ist konkret die Zielgruppe beschreiben und dann eben, wenn man ein Produkt entwickelt zum Beispiel oder einen neuen Service entwickelt, kann man ganz konkret sagen, in diesem Fall Samantha, was ist ihr wichtig und welche Features muss ein Produkt haben, damit es Samantha gefällt. Ja, und dann kann man eben wirklich sehr konkret, wenn neue Ideen und Anforderungen kommen, kann man sehr konkret sagen, okay, würde das Dan gefallen, würde das Samantha gefallen, würden sie das tatsächlich auch benutzen oder was müsste man ändern? Und diese Methode kann man eben auch vor Präsentationen verwenden, um sich zu überlegen, okay, wer ist denn genau mein Publikum? Was ist ihr Interesse? Was ist ihr Vorwissen? Was ist die Erwartungshaltung, die sie haben? Und vielleicht was so hinterher, worüber habe ich gesprochen und was waren die drei Sachen, die ich vermitteln wollte. Also so kann man sich vorab schon mal recht gut einfach das Publikum visualisieren und gucken, ja, mit wem habe ich es zu tun und sich entsprechend darauf vorzubereiten, wie man selbst dann eben auch auftritt und seine Präsentation gestaltet. Dann habe ich einen von zwei Buchtipps für Sie, und zwar ist es einmal dieses Buch, Made to Stick. Und zwar geht es in diesem Buch darum, oder der Einstieg ist folgender, dass diese Autoren sich überlegt haben oder gesagt haben, irgendwie, es gibt so Urban Legends, die jahrelang durch das Internet geistern oder weitererzählt werden. Und sobald man die einmal erzählt bekommen hat, kann man die Tage später problemlos in allen Details weitererzählen. Aber wenn ich eine Broschüre bekommen habe, auf einer Messe mit einem Unternehmensberater gesprochen habe und der mir verschiedene Aspekte von dem Produkt erzählt hat, dann kann ich das vielleicht danach nicht mehr reproduzieren und ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern, was er dann eigentlich konkret gesagt hat. Und der Grund dafür ist, dass sie gesagt hat, manche Ideen sind eben sticky, manche Ideen wirklich stecken bei uns im Kopf fest und wir erinnern uns Jahre später auch noch dran und andere nicht. Und welche Aspekte von diesen sticky Ideas kann ich quasi aufgreifen und auf meine Präsentation zum Beispiel anwenden, damit das auch bei den Zuhörern besser ankommt und im Kopf bleibt. Also das ist ein Buchtipp für Sie. Ich habe jetzt nur ganz relativ kurz die wichtigsten Kennzeichen von sticky Ideen für Sie herausgeschrieben. Einmal ist das Thema simple, also alles, was sehr einfach und simpel ist, bleibt natürlich stärker im Kopf als sehr elaborierte Ideen. Deswegen ist ja je einfacher, desto besser. Also man kann sich überlegen, wie kann ich das vielleicht noch einfacher erklären. Dann dieser Faktor Unexpectedness ist auch ein Faktor. Also immer wenn ich was überraschend habe, dann oder wenn mich etwas überrascht, dann merke ich mir das
wahrscheinlich besser, als ja, wenn das ganz normal den Gegebenheiten folgt. Dann je konkreter etwas ist, desto einfacher merkt man sich auch. Also Beispiele und Praxisanwendungen helfen da zum Beispiel sehr, um Ideen zu vermitteln. Dann das Thema Credibility. Also wenn etwas von einer glaubwürdigen Instanz mir erzählt wird, dann oder vermittelt wird, dann ist das auch, trägt zur Stickiness sozusagen bei. Dann das Thema Emotion ist sehr wichtig, denn ja, wenn ich wirklich emotional die Leute packe, dann bleibt das natürlich auch besser im Gedächtnis. Und sobald ich eine Geschichte erzähle und das Ganze innerhalb von einer Geschichte Sinn ergibt, dann ist das natürlich auch etwas, was besser im Gedächtnis bleibt. Also das sind so die Kennzeichen von Stickiness. Und da kann man sich auch überlegen, wenn man sich vorbereitet auf eine Präsentation und überhaupt erstmal überlegt, was sind denn meine Ergebnisse, dann helfen einem vielleicht diese Merkmale, vorab schon mal vor der Präsentation zu überlegen, okay, welche Elemente davon kann ich dann auf meine Ergebnisse jetzt anwenden. Und der zweite Buchtipp ist The Back of the Napkin von Dan Rome. Und er arbeitet mit diesem Thema Visual Thinking. Also er sagt eigentlich, also unser Gehirn funktioniert ja so, dass ich nicht nur Text und Fakten verarbeite, sondern am besten das Ganze auch noch kombiniert mit Bildern. Also er meinte, man kann eigentlich alle Ideen auf der Rückseite von der Serviette schnell im Kopf. Bleibt und wird, um sozusagen die beiden Bücher miteinander zu verbinden. Also in dem Buch geht er auch eben sehr stark darauf ein, welche Techniken es gibt, um eben, ja, Dinge nicht nur mit Text, sondern auch mit Bildern eben darzustellen. Also auch mit sehr, sehr simplen Zeichnungen. Also es muss nicht besonders elaboriert grafisch dargestellt werden, um wirkungsvoll zu sein. Es geht mit sehr, sehr einfachen Mitteln, und die sind hier auf der rechten Seite für Sie dargestellt. Es gibt ja sozusagen die 6 W-Fragen oder die wichtigsten Fragen, die beantwortet werden in der Präsentation. Und er hat quasi die hier zusammengestellt. Was sind so die Ideen, die man vermitteln möchte, und mit welchem Bild könnte man das zum Beispiel tun oder wie könnte man das sehr einfach darstellen? Also erstmal who und what, also was sind so die, um wen, wer sind eigentlich die Objekte, die Darsteller in meiner Geschichte? Ich könnte die mit einem sehr einfachen Porträt darstellen. Dann so Fragen wie how much, also wo es um eine Quantität geht, da könnte ich ein sehr einfaches Chart machen. Oder wenn ich erklären möchte, wo etwas stattfindet, wo es sich im Raum befindet, dann kann ich eine einfache Landkarte malen zum Beispiel. Bei Fragen wie when, also wann passiert etwas, oder wie passiert etwas im zeitlichen Ablauf, kann man sehr einfach eine Timeline auch skribbeln. Für Fragen wie how, also was war der Grund und welche Folge hatte das, könnte man ein Flowchart wenden oder einfach mit Pfeilen arbeiten, um verschiedene, ja, Beziehungen darzustellen. Und dann, wenn es darum geht, um das why, um das warum, dann könnte ich das Ganze in einem größeren Bild zusammenstellen, wo ich eben diese verschiedenen Bilder dann miteinander kombiniere auch. Also das sollte Ihnen vielleicht so eine kleine Idee geben, vielleicht wie Sie mit Bildern arbeiten, um sozusagen dann auch Ihre Geschichte besser zu erzählen. Eine zweite Technik, die in diesem Buch Back of the Napkin genannt wird, ist das sogenannte Squid Framework. Und da geht es dann darum, dass man sich vorab überlegt, worauf legt man denn seinen Fokus von den Aspekten, die man erzählen möchte. Und da stehen dann diese Buchstaben Squid. Also einmal simple ist das S. Also versuche ich eher sehr einfach zu sein, oder ist es jetzt in dem Kontext meiner Präsentation, muss ich da eher noch stärker Details ausarbeiten? Also wie
worauf lege ich jetzt den Fokus? Eher auf die Einfachheit oder eher auf die ausgearbeiteten Details? Dann geht es eher um die Qualität oder um die Quantität einer Idee oder meiner Aspekte. Dann das V steht für Vision versus Execution. Also möchte ich eher sozusagen die Vision zeigen, möchte ich eher begeistern, möchte ich eher zeigen, wo es hingehen soll? Oder geht es ganz klar darum, was sind jetzt die verschiedenen Schritte, um zu dieser Vision hinzukommen? Das I steht für Individual versus Compare. Und das D ist dann das Delta, also geht es eher um die Darstellung von einem Change oder möchte ich eher den Zustand so beschreiben, wie er jetzt ist. Also dieses Framework hilft Ihnen vorab auch nochmal in der Vorbereitung von der Präsentation zu überlegen, worauf setze ich jetzt meinen Fokus oder was ist mir wichtig, dass ich das vermittle. Genau. Jetzt komme ich zu verschiedenen Präsentationstechniken. Also auch da gibt es einfach die Möglichkeit oder gibt es noch mehr Möglichkeiten als das, was ich jetzt gerade mache, Sie anhand von PowerPoint-Folien durch einen Vortrag durchzuführen, sondern auch da können Sie gucken, was gibt es noch für Möglichkeiten und was eignet sich jetzt für Ihren konkreten Anwendungsfall, nicht nur jetzt in diesem Kurs, sondern auch in anderen Präsentationen, die Sie durchführen würden, was eignet sich da am besten. Und eine Sache, die ich Ihnen auch empfehlen würde, falls Sie das noch nicht kennen, sind die TED Talks. Also wenn Sie auf TED.com schauen, es gibt die TED-Konferenz. Ich glaube, in San Francisco ist die ursprüngliche TED-Konferenz, aber es gibt sehr viele Ableger mittlerweile. Und das ist einfach eine Konferenz rund um Design, Technologie, Wissenschaft, wo zum Teil sehr komplexe Themen, also wenn Sie sich dort auf TED die Videos anschauen von verschiedenen Präsentationen, was ich Ihnen wirklich raten würde, da ein paar mal anzuschauen, dann werden Sie sehen, dass die meisten Präsentatoren dort sehr stark über Geschichten arbeiten, kaum eigentlich sich auf Slides verlassen. Also es werden, wenn wirklich Slides gezeigt werden, dann nur mit Visualisierung tatsächlich von dem, was gesagt wird, aber nicht jetzt also dass sie die Slides an den Präsentationsleitfaden vorgeben, sondern tatsächlich die Geschichte und das, was der Speaker sagt, das ist das Entscheidende. Und da kann man sich sehr viel abschauen, beziehungsweise da kann man sehr gut schauen, wie ist wirklich so eine effektive Präsentation, wie wird das dort gemacht. Also das ist so als Inspiration, sind die TED Talks, ne, wie kann man die 30 Rule, die sehr, super simpel ist, und Sie können sich auch gerne dieses kurze Video anschauen, wo er diese Regel vorstellt. Und im Prinzip ist es relativ einfach. Sie haben 10 Slides, also Sie machen, egal welche Präsentation Sie vor sich haben, Sie machen genau 10 Slides und sprechen nicht länger als 20 Minuten. Also 20 Minuten ist die Maximalzahl für die Präsentation. Egal, ob Sie jetzt für das Meeting, was Sie haben, eine Stunde zur Verfügung haben oder, ja, oder einen halben Tag, 20 Minuten maximal für die 10 Slides. Und auf die Slides schreiben Sie, also die Schrift da drauf darf nicht kleiner sein als 30 Punkt. Und das verhindert eben, dass sie die Folien voll klatschen mit Text. Also das, denke ich mal, ist auch jedem klar. Andererseits wird es oft nicht beachtet. Und ich persönlich habe es ja jetzt hier auch nicht beachtet, aber beziehungsweise was Sie jetzt hier auf dem Slide sehen, das ist 30 Punkt. Also Sie sehen, man kann das auch, wenn man mit 30 Punkt arbeitet, kriegt man schon was unter auf den Slides, aber es verhindert eben dass man seine Zuhörer überfrachtet mit Text. Genau. Dann ein anderes Präsentationsformat, was Sie vielleicht aus einer Bachelor-Veranstaltung von uns kennen, da führen wir das regelmäßig durch, ist Pecha Kucha.
Das kommt aus dem Japanischen, ist dort quasi das Wort für Chit-Chat. Und es ist ein Präsentationsformat, was sehr spannend ist, weil es hat sehr strenge Regeln. Man hat genau 20 Slides, also nicht 19, nicht 21, nicht 10, nicht 30, sondern 20 Slides. Und jedes Slide wird für 20 Sekunden gezeigt. Und man hat den automatischen Slide-Wechsel aktiviert. Also es gibt kein manuelles Weiterschalten von Slides. Und das führt dazu, dass eben jede Präsentation mit Pancha Kucha genau 6 Minuten 40 lang ist, was ja auch eine ganz gute Zeit ist oder eine ganz gute Aufmerksamkeitsspanne, sage ich jetzt mal. Ich finde das ein ganz schönes Format, denn ja, gerade wenn man an einem Tag ziemlich viele Präsentationen anschauen muss dann oder zuhören muss, dann ist das ein sehr abwechslungsreiches Format. Und als Präsentator ist es nicht ganz so einfach durchzuführen. Es ist schon anspruchsvoll, weil man eben genau wissen muss, was auf den Slides drauf ist und sich ganz genau überlegen muss, was man denn sagt. Denn nach 20 Sekunden kommt ja dann schon die nächste Slide. Und das muss man üben, um das gut durchführen zu können. Denn es hilft natürlich auch nicht, wenn man merkt, oh, ich komme jetzt geht es schon weiter, jetzt versuche ich einfach schneller zu reden. Das ist ja dann auch nicht das Ziel der Sache, sondern man muss sich sehr gut überlegen, was ganz klar, was sind so meine Gedanken, die ich bringen möchte und was ist auf jedem Slide ist das Entscheidende, was ich sagen möchte. Und dann geht man durch seine Geschichte durch. Also dieses Format hilft einem eigentlich auch, sich vorab Gedanken zu machen, okay, was sind die wichtigsten Sachen? Und man muss am Ende wahrscheinlich eh, wenn man das erstmal aufschreibt, dann nochmal Dinge wegstreichen, weil es nicht in den Zeitrahmen reingeht. Also auch wenn sie keinen Pachacuta machen, ist dann auch, ich finde, was man da mitnehmen kann, ist dieses, was vermittelt man von jedem Slide? Also warum zeige ich dieses Slide? Warum bringe ich diese Information? Warum ist die für meinen Zuhörer wichtig? Also zu Pachacuta finden Sie auch auf YouTube zum Beispiel sehr, sehr viele Beispiele, wo man sich mal anschauen kann, wie haben das andere Leute gelöst. Und ja, typischerweise gibt es auch so Pachacuta Nights, wo man eben abends mit einem Drink zusammensitzt und es werden eben Pachacuta-Präsentationen gezeigt. Also, und zeigt eben auch, dass es ein recht unterhaltsames ist. Eben auch, weil die Länge schon verhindert, dass man da zu langatmig wird. Gut, jetzt ein paar Gedanken zur Aufbereitung von Ihren Informationen in der Präsentation. Also wie können Sie Ihre Rechercheergebnisse aufbereiten? Ja, da ist einfach auch das Thema Visualisierung. Also ich habe vorhin auch von Visual Thinking gesprochen. Ist ein Thema, also wo man sich überlegen kann, wie visualisiert man bestimmte Daten. Und ich habe Ihnen hier ein Beispiel mitgebracht. Das ist aus einem Blog, was ich Ihnen auch empfehlen kann. Das heißt Bella berät. In diesem Blog werden eben Infografiken, die veröffentlicht werden im Netz, auseinandergenommen, sage ich jetzt mal, beziehungsweise wird überlegt, wie könnte man das, ist es eine gute Infografik, kann man sowas besser darstellen. Und da gibt es sehr, sehr viele Beispiele, oder von Dingen, die gut funktionieren, und von anderen Dingen, die vielleicht nicht so gut funktionieren. Also ich habe jetzt hier auch eine Auswahl zusammengestellt, ja, wo man einfach sieht, wenn Sie jetzt so eine Grafik sehen, wie Sie jetzt hier auf dieser Website oder auf diesem Slide sehen, ja, kann man sich fragen, finden Sie das, ist das eine gute Darstellung? Ja, also sehen Sie jetzt hier, wenn Sie jetzt dieses Spinnennetzdiagramm sehen oder auch wenn Sie hier diese erklärenden Balkendiagramme dazu sehen, ist Ihnen ja jetzt sofort klar, worum das geht. Was wurde hier untersucht und was waren die Ergebnisse? Also kann man das irgendwie in einem Satz zusammenfassen? Und also ich muss sagen, mir ist es nicht möglich. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber das ist so ein bisschen, finde ich, eine schwierige Darstellung. Und da kann man jetzt mal angucken, wie man mit verschiedenen Mitteln Daten darstellt oder Daten visualisiert. Also hier sehen Sie einmal
oder hat eigentlich zweimal die gleiche Grafik, aber einmal in unterschiedlichen Farbkodierungen oder Farbtönen. Und ich finde, was hier auffällt, ist eben auf der linken Seite hat man eben Rot bis Grün genommen und auf der rechten Seite arbeitet man mit der gleichen Farbe, aber in verschiedenen Schattierungen. Und was gezeigt werden soll, ist eben eine bestimmte Mengenangabe. Jetzt ist aber wahrscheinlich oder es ist recht klar zu sehen, dass man vielleicht auf der rechten Seite stärker diese unterschiedlichen Abstufungen einfach erkennen kann, weil man eben sich im gleichen Farbspektrum bewegt und man genau sieht, okay, hier die dunklen Bereiche, das ist viel und die anderen Bereiche, die helleren Bereiche sind wenig. Wohingegen, wenn man das Ganze von Rot bis Grün macht, dann oder mit dieser Ampeldarstellung, das impliziert ja sehr stark eine Bewertung. Rot ist heißt Achtung, Vorsicht, Grün heißt gut und da ist einfach hier nochmal schwieriger zu sehen, wenn es hier rein um die Menge geht, weiß man nicht genau, ja, warum ist das jetzt, was ist Grün, heißt das jetzt viel, heißt das wenig, wie ist diese Abstufung? Man erkennt auch nicht so gut, wie ist denn der Verlauf. Also das kann man in dem rechten Diagramm besser erkennen. Und das linke impliziert eine Wertung. Das kann auch gewünscht sein, dass man sagt, wenn man jetzt die Bewertung, wenn es um die Bewertung geht, gut, schlecht, dann kann man vielleicht mit einer Ampel arbeiten. Aber man muss sich vorher überlegen, was ist denn genau das, was ich mit dieser Farbe vermitteln möchte. Und worum geht es mir, dass die Zuschauer das dann entsprechend auch sofort verstehen und nicht erst sozusagen auch die Legende lesen müssen, was bedeutet denn das? Also das ist einmal der Umgang mit Farbe und dann auch wenn man jetzt eine Grafik darstellt mit Flächen, muss man sich eigentlich darüber klar sein, dass Flächen sehr schwer vergleichbar sind. Also hier, das ist jetzt ein Diagramm, auf der unteren Seite sehen Sie, das sind die verschiedenen Haarfarben und auf der linken Seite, das sind die verschiedenen Augenfarben. Also hier wird verglichen sozusagen, wie häufig tritt eine bestimmte Augenfarbe in Kombination mit einer bestimmten Haarfarbe auf. Und man sieht, es ist einfach ja, relativ schwierig, jetzt zu vergleichen, welche Fläche ist jetzt größer als welche und was möchte diese Grafik mir sagen. Also das ist relativ schwierig zu erkennen, einfach für unser Auge. Denn wenn man hier dieses Beispiel anschaut, das sind tatsächlich drei Flächen, die sind gleich groß von der Fläche her. Und da sieht man, dass es einfach sehr schwierig abzuschätzen ist, dass man sagt, okay, jetzt ist das rechte genauso groß wie das mittlere, wie das linke. Also das ist sowas, was so für unser Auge auf den ersten Blick nicht erkennbar ist. Und deswegen ist eine Flächendarstellung ja immer schwierig, um jetzt das gerade zu vergleichen. Dann sind bei Zahlenreihen ist es hier in dieser Tabelle ist die Frage, Sie haben jetzt hier drei Reihen und welche Reihe wächst davon am stärksten? Und man kann sich das jetzt eine Zeit lang anschauen, kann dann überlegen, okay, vielleicht die obere, weil das sieht steiler aus als die anderen. Tatsächlich, wenn man aber die Zahlenwerte sich anschaut, dann sieht man, dass diese Reihen genau gleich wachsen. Also jeder Schritt ist quasi prozentual gesehen genau gleich. Und mit so Diagrammen, also wenn ich jetzt hier unterschiedliche Skalierungen in einem Diagramm versuche zu verwenden, dann merkt man natürlich, das funktioniert nicht so richtig. Also das muss man in eigenen Darstellungen machen. Beziehungsweise damit kann man auch sehr, sehr gut manipulieren, ja, weil natürlich jeder, der ja, jeder, der das da spontan drauf schaut, vielleicht nicht sofort erkennt, dass hier diese Reihen prozentual gesehen gleich stark wachsen. Und das ist zum Beispiel jetzt hier ist ein Beispiel genannt, wo da auch wahrscheinlich sehr stark mit gespielt wurde, dass man sieht, hier wurden die Dow Jones-Kurse verglichen von 1928 bis 1930, also vor dem großen Crash von 1929.
Und eben dann verglichen mit 2012 bis 2014. Also die rote Linie ist 2012 bis 2014 und die blaue Linie ist 1928 bis 1930. Und man könnte jetzt da drauf schauen und sagen können, oh, das ist ja genau die gleiche Entwicklung. Wenn man jetzt aber sieht, dass man hier auf der rechten Seite eine ganz andere Skala hat als auf der linken Seite, dann sieht man, das passt in dem Diagramm nicht wirklich zusammen, beziehungsweise hier wird ein Zusammenhang dargestellt, der vielleicht gar nicht da ist. Denn wenn man das Ganze auseinander nimmt und richtig skaliert darstellt, dann sieht man eben, dass dann doch dieser und diese oder diese Gemeinsamkeit nicht ganz so gegeben ist, wie es in diesem Diagramm suggeriert wird. Also da müssen Sie sehr stark aufpassen, wie Sie das wenn Sie so Diagramme verwenden, wie Sie die aufbauen. Genau, genauso ist es auch mit Pie-Charts. Also hier ein Beispiel, wo man vielleicht sieht, okay, hier werden jetzt drei Regionen zum Beispiel anzahlmäßig miteinander verglichen. Und in diesem Pie-Chart, wenn man jetzt da drauf schaut, würde man sagen, diese drei Regionen unterscheiden sich jetzt eigentlich nicht großartig voneinander. Also vielleicht ist das dritte ein bisschen größer, aber im Prinzip sind die eigentlich sehr gleich. Also es ist immer ungefähr ein Drittel. Wenn man aber die tatsächlichen Zahlen dann in dem Balkendiagramm anschaut, dann sieht man, dass dann doch die Unterschiede vorhanden sind. Also dass 30%, 36%, 40%, also dass doch da größere Unterschiede da sind oder zumindest Unterschiede, die man jetzt nicht so einfach vernachlässigen kann, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt ungefähr gleich, sondern 30 und 40% macht schon einen Unterschied. Das ist aber in dem Pie-Chart sehr schwer eigentlich nur zu erkennen und von daher muss man auch überlegen, wählt man jetzt wirklich das Pie-Chart, vermittelt das jetzt wirklich das, was ich ausdrücken möchte oder geht man da vielleicht nicht lieber auf ein Balkendiagramm, was das Ganze vielleicht anders darstellt. Also das sind so ein paar Hinweise zur Visualisierung von Zahlen und zur Darstellung von ja, quantitativen Daten. Jetzt natürlich, was Sie sich auch überlegen müssen, ist gerade wenn Sie einen Report schreiben, dann über Ihre Ergebnisse, so ein paar Hinweise möchte ich dann mitgeben zum Text. Also wie bereiten Sie das wirklich textuell auch nochmal auf? Und da gibt es hier ein Beispiel aus einer studentischen Arbeit, wo man vielleicht überlegen könnte, ob man das wirklich so macht. Und zwar ist dieser Satz, Social Media Tools fanden in den letzten Jahren einen immer größeren Anklang bei den Menschen. Da gibt es mehrere Probleme, die ich jetzt da mit diesem Satz habe. Einerseits ist es sehr, sehr schwammig. Also was heißt einen immer größeren Anklang finden? Heißt das, dass die Menschen es häufiger benutzt haben, dass es beliebter war? Also worin besteht dieser immer größere Anklang und vor allem auch, wie ist das belegt? Also das ist schon mal relativ schwammig. Dann wird gesprochen von Social Media Tools, wo man auch sich überlegen kann, was sind diese Tools? Was wäre vielleicht ein deutscher Begriff, der das ausdrücken würde? Wie ist das Ganze definiert auch? Gerade im Bereich Social Media gibt es ja auch verschiedene Begriffe, die da im Umlauf sind und was ist damit konkret jetzt gemeint? Und dann wird hier die Vergangenheitsform verwendet, also fanden in den letzten Jahren. Und da ist auch ein bisschen schwierig, wenn man jetzt sagt, es findet gerade statt, also oder es findet einen größeren Anklang oder es hat einen größeren Einfluss, dann ist es Präsenz, dann ist es einmal aktueller, aber auch konkreter oder korrekter, denn wenn man die Vergangenheitsform nicht richtig. Deswegen, ja, habe ich Ihnen so ein paar Hinweise zusammengestellt hier unten. Also versuchen Sie wirklich
neutral und objektiv zu sein. Also Vorsicht bei der Verwendung von Superlativen zum Beispiel. Das ist nicht sehr seriös, außer Sie können es tatsächlich belegen, dass es sozusagen das Größte oder das Beste ist. Dann versuchen Sie sehr einheitlich zu sein. Also versuchen Sie wirklich, wenn Sie einen Begriff verwenden, dass Sie dann den Begriff immer gleich verwenden. Und gerade auch, wenn Sie zum Beispiel in der Gruppe arbeiten und mehrere Leute schreiben an einem Text, dann machen Sie sich vorher eine Begriffsdefinition klar, dass jeder den Begriff auch auf eine gleiche Art und Weise einsetzt. Denn ja, wenn man mehrere Begriffe für das Gleiche verwendet, dann ist das ja, auch schwierig, beziehungsweise wenn Sie verschiedene Begriffe verwenden, dann müssen die auch wirklich was Verschiedenes aussagen. Komplizierter wird es auch zu lesen. Das ist jetzt nicht quasi in Stein gemeißelt, also man kann schon auch einen Nebensatz verwenden, aber man sollte wirklich sehr, sehr lange Schachtelsätze auch vermeiden, beziehungsweise es schadet nicht, zwischendurch einen Punkt zu machen und einen neuen Satz anzufangen. Einfach, das macht es wirklich klarer und einfacher zu lesen. Genau, je konkreter, desto besser, also nicht sowas sagen wie, ja, fand, also nicht wie in diesem Beispiel, fand immer einen größeren Anklang, sondern konkret, was bedeutet das jetzt eigentlich, was ist mein Ergebnis hier, was möchte ich denn hier genau aussagen. Und eben auf die Zeit achten, die Sie verwenden, also verwenden Sie die Vergangenheitsform oder verwenden Sie das Präsens, weil je nachdem kann es vielleicht auch die Aussage so ein bisschen verfälschen oder beeinflussen. Ein gutes Beispiel, wie man Informationen jetzt auch textuell auch aufbereiten kann, ist, sich auch über die Struktur des Ganzen Gedanken zu machen. Und da gibt es die Gartner Reports, die das sehr schön machen. Also Gartner kennen Sie wahrscheinlich, ist ja ein Marktforschungsinstitut, beziehungsweise die veröffentlichen regelmäßig Analystenberichte über den Markt. Und die sind recht gut aufbereitet, weil sie eben sehr einfach erfassbar sind. Auch wenn sie jetzt nicht oder auch für den Fall, dass jetzt ein Report, den Sie verfassen, sich nicht sehr eignet, da große Bilder oder Grafiken einzufügen, können Sie auch überlegen, wie strukturieren Sie Ihren Text so, dass der gut beim Leser ankommt. Und diese Gartner Reports fangen zum Beispiel erstmal an mit einem kurzen Überblick oder einer kurzen Zusammenfassung, wo man wirklich nur in einem Satz auch sagt, was steht in diesem Report, für wen ist der geschrieben und aus welchem Grund. Also wo man sehr kurz am Anfang dem Leser sagt, was erwartet mich jetzt eigentlich hier in diesem Report. Und gleich am Anfang sofort die Key Findings zusammenbringt und zusammenträgt und da wirklich Bullet Points macht und ein Gedanke, ein Satz. Ja, was habe ich herausgefunden? Das, das und das, die drei Sachen. Und dann sehr schnell auch gesagt wird, was folgt daraus an Empfehlungen für den Leser oder für den Entscheidungsträger. Also es ist wie, Sie kennen das Konzept von einem Management Summary, dass man sagt, ich bringe am Anfang die kurze und knackige Zusammenfassung von dem, worum geht es mir eigentlich? Was habe ich hier herausgefunden? Und dann erst werden die Details gebracht. Und in dem Gartner Report wird dann eben auch gesagt, what you need to know, also was sind die Sachen, die der Leser jetzt hier aus diesem Report mitnehmen muss. Und dann auch in der Analyse folgt es auch einer sehr, sehr klaren Struktur, also dass man zu dieser Analyse erstmal den Kontext beschreibt und sagt, okay, warum, in welchem Kontext wurde jetzt diese Analyse konkret durchgeführt. Dann Fragen und Antworten sind auch eine gute Methode, um schon mal vorwegzugreifen, was interessiert denn mein Publikum und wie antworte ich da drauf. Dann werden auch immer Beispiele genannt und oder zum Beispiel Case Studies, wo man eben, was das Ganze dann nochmal konkreter macht. Also was habe ich herausgefunden und wenn ich dann ein Beispiel dafür nennen kann, wie das Ganze dann tatsächlich konkret angewendet wird, dann macht das Ganze auch greifbarer und besser verständlich.
Dann gibt es verschiedene Szenarien für die Entwicklung, also wo einfach beschrieben wird, wo entwickelt sich jetzt zum Beispiel diese Technologie hin. Und es werden dann am Ende nochmal die Key Facts wirklich kurz und knackig zusammengefasst. Und am Ende befinden sich dann immer nochmal Referenzen, wo man weiterlesen kann, wo auch beschrieben wird, okay, das ist jetzt die nächste Quelle, die du dir anschauen kannst, und das steht da drin. Also da, Sie können die Gartner Reports wahrscheinlich über den Uni-Account nicht abrufen, aber es geht gar nicht so sehr um diesen Inhalt der Reports, aber ich möchte das einfach hier nur nennen als Beispiel, wie man auch Text so strukturieren kann, dass er besser erfassbar ist. Also das ist wirklich kurz, hätte man dann Fakten, die man vermitteln, also eher das zu tun, als einfach mal eine Einleitung zu schreiben und dann die ganze Geschichte aufzubauen, sondern wirklich kurz und knackig, was sind die wichtigsten Punkte, die ich vermitteln möchte. Und das machen die Gartner Reports ganz gut und ich glaube, deswegen sind sie auch relativ erfolgreich, weil sie einfach recht schnell zu erfassen sind. Dann möchte ich Ihnen auch noch mitgeben, wirklich jetzt für Ihre Aufgabenstellung in diesem Kurs gut auszuwählen, was sind denn die Argumente, die Sie bringen möchten. Ich muss nicht unbedingt wissen, was Sie alles gefunden haben, was Sie bei Ihrer Recherche alles gelesen haben, welche Quellen Sie gefunden haben. Also das ist etwas, glaube ich, was vielen Studenten, wozu viele Studenten neigen, auch in ihren Abschlussarbeiten, weil sie zeigen möchten, dass sie sich sehr stark mit diesem Themengebiet auseinandergesetzt haben, dass sie viel gelesen haben, dass sie wirklich viel recherchiert haben. Aber das führt eben dazu, dass man vieles in so eine Arbeit oder in so einen Bericht mit reinbringt, was da eigentlich jetzt gar nicht wirklich das Argument unterstützt. Also wirklich entscheidend auch für ihre Benotung am Ende ist, wirklich, welche Quellen wählen Sie aus, welche Argumente bringen Sie und wie belegen Sie Ihre Argumentation. Und alles, was nicht wirklich in Ihre Argumentation passt, das können Sie weglassen, weil es trägt nicht wirklich dazu bei, wenn Sie dann noch mehr Quellen und noch mehr Aspekte mit reinbringen. Also die, ganz entscheidend ist am Ende eben auch, Sachen wegzustreichen und eben ganz klar zu sagen, okay, wir haben jetzt hier diese Suche durchgeführt, wir haben diese und diese Dinge herausgefunden und das sind aber wirklich die entscheidenden Dinge, die wir vermitteln möchten und die belegen wir folgendermaßen. Also da würde ich Ihnen schon auch raten bzw. Sie auch dazu anhalten, dass Sie da auch wirklich selbstbewusst auch sind und sagen, okay, das sind unsere wichtigsten Ergebnisse und so sind sie belegt. Und nicht unbedingt die komplette Sammlung an Informationen zeigen, die sie gefunden haben. Gut, am Schluss möchte ich Ihnen noch zwei Beispiele mitgeben, die Sie sich gerne anschauen können, wo Sie auch mal zwei Präsentatoren kontrastiert zueinander sehen. Bei den folgenden Videos würde ich Ihnen raten, dass Sie einfach mal darauf achten, wie argumentieren die beiden Redner, wie bauen die ihren Vortrag auf, was für stilistische Elemente verwenden sie, was ist auf den Folien, wie wird gesprochen, wie wird mit dem Publikum interagiert. Also diese ganzen Dinge, die ich jetzt gerade angesprochen habe, durch die ich sie gerade durchgeführt habe, können Sie bei den folgenden Videos mal ausprobieren oder mal darauf achten, wie wenn Sie den Link wo Sie das anschauen können. Und das zweite ist dann Bill Gates Keynote, die Präsentation von Windows Vista. Die Qualität von beiden Videos ist nicht super gut, aber es geht ja auch nicht um die Qualität des Videos, sondern versuchen Sie mal darauf zu achten und mal sich zu überlegen, welche Präsentation Sie besser finden, was finden Sie gut und was haben diese Speaker vielleicht richtig gemacht und was könnte noch verbessert werden. Also das für Sie als Hinweis. Das war es soweit mit den Präsentationstipps. Ich hoffe, es hat Ihnen geholfen und Sie können das gut dann in Ihren eigenen Präsentationen anwenden.